Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier zu Restaurant Gigant. Wir haben in der letzten Folge hier schon das Restaurant kennengelernt, ein bisschen Dekoration gemacht, hier schon ein Gericht in die Karte eingefügt und da machen wir jetzt an dieser Stelle auch weiter mit dem Tutorial und hoffen, dass wir schnell ordentlich loslegen können. Für den nächsten Schritt musst du dich wieder im Speisekartenmenü befinden. Siehst du die Pfeilbuttons an den unteren Ecken der Seiten erscheinen? Mit diesen Buttons kannst du durch deine Speisekarte blättern. Sieh dir an, was du deinen zukünftigen Gästen anbieten wirst. Klicke links auf die Buttons Vorherige Seite und Nächste Seite. Wenn du dir in Ruhe die Gerichte in deiner Karte angesehen hast, klicke links auf den Weiter-Button, um fortzufahren. Soweit, so gut. Du weißt jetzt in etwa, wie du deiner Karte Rezepte hinzufügst. Nun wollen wir sehen, wie du deinen Gästen den Aufenthalt noch weiter verschönern kannst. Die Gäste wollen nicht nur deine Gerichte genießen, sie möchten auch etwas zum Hinterherspülen. Wir verpassen deinem Restaurant ein Angebot an Getränken durch Linksklicken auf den Getränk hinzufügen. Es erscheint ein Fenster mit einer Liste heißer und kalter Getränke. Die kalten Getränke sind weiter unterteilt in alkoholische und alkoholfreie. Alle Getränke haben einen festen Einkaufspreis. Also musst du nur noch auf die Kästchen links neben einem Getränk links klicken, um es in dein Angebot aufzunehmen. Wenn du mit dem Auswählen fertig bist, klicke links auf den OK-Button unten auf der Getränkeliste. Machen wir direkt alle. Dann haben wir das schon mal fertig. Für den Verkauf alkoholischer Getränke müssen Sie für 20.000 Dollar eine entsprechende Lizenz erwerben. Möchten Sie das? Ja. Falls du es noch nicht bemerkt hast, ein Wort zu den alkoholischen Getränken. Wenn du Alkohol ausschenken möchtest, musst du zuvor für eine Gebühr von 20.000 Dollar eine Lizenz erwerben. Trotz der Kosten ein gutes Geschäft, denn alkoholische Getränke haben die größten Gewinnspannen. Klicke links auf den Weiter-Button, um fortzufahren. Das müssen wir uns merken. Alkoholische Getränke haben die größten Gewinnspannen. Wollen wir die Speisekarte ein wenig gestalten? Drei Dinge kannst du beim Erscheinungsbild deiner Karte ändern. Die Schriftart des Titels, die des Textes und den Hintergrund. Fangen wir mit dem Titelfond an. Klicke links auf den Titelfond-Button. Zwei Pfeilbuttons erscheinen an den Seiten. Durchsuche damit die verfügbaren Fonds, bis du einen siehst, der dir gefällt. Dann deaktiviere den Titelfond-Button durch einen erneuten Linksklick. Ebenso kannst du mit Linksklick auf die Buttons Textfond und Hintergrund deiner Speisekarte weiter verändern. Gestalte deine Karte, bis sie dir gefällt und zu deinem Restaurant passt. Wenn du fertig bist, fahre fort mit Linksklick auf den Weiter-Button. Nun fehlt uns nicht mehr viel. Wenn du einmal Einzelheiten eines beliebigen Rezeptes deiner Karte ansehen möchtest, einfach auf den Rezeptnamen doppelklicken und du kommst zurück zum Rezeptmenü-Interface, wo du detaillierte Informationen zum Rezept findest. Nur zu, versuch es. Doppelklicke auf einen beliebigen Rezepteintrag deiner Karte und sieh dir die Details an. Du siehst den voreingestellten Preis im Rezeptmenü, der Preis deines Restaurants für dieses Gericht. Wenn du fertig bist, fahre fort mit Linksklick auf den Weiter-Button. Der letzte Punkt, den ich mit dir besprechen möchte, ist im Speisekarte-Menü. Also ruf das jetzt auf, falls du es nicht schon getan hast, durch Linksklick auf den Karte-Ansehen-Button. Willst du einmal ein Rezept von der Karte entfernen, weil es sich zum Beispiel schlecht verkauft,
Dann markiere das Rezept durch Linksklick auf den Rezeptnamen. Klicke dann links auf den Rezept entfernen Button unten im Speisekarte-Menü. Das markierte Rezept wird dann aus der Karte entfernt. Versuche es. Entferne ein beliebiges Rezept von der Karte. In einem Pop-up-Fenster wirst du um Bestätigung gebeten. Mit Linksklick auf den OK-Button geht's weiter. Ausgezeichnet! Du bist bereits recht geschickt im Jonglieren mit Rezepten und Menüs. Jetzt musst du nur noch dein Speisenangebot für dein neues Restaurant richtig einstellen. Mit all dem, was du eben in diesem Tutorial gelernt hast. Wenn du deine Karte zusammenstellst, vergiss nicht, Vielfalt würzt das Leben. Füge so viele Rezepte für Frühstück, Vorspeisen, Suppen, Hauptgerichte und Nachtisch hinzu wie möglich. So können deine Gäste aus einem breiten Angebot wählen. Und vergiss die Getränke nicht. Nachdem du mit der Zusammenstellung deiner Speisekarte fertig bist, gibt es noch eines, was ich dir zeigen muss, bevor ich dich guten Gewissens auf die Welt der Haute Cuisine loslassen kann. Wir treffen uns in meinem Haus für deinen nächsten Crashkurs auf dem Weg zum Restaurant-Giganten. So, dann wollen wir mal die Speisen jetzt hinzufügen. Frühstück machen wir auf jeden Fall auch. Wir gucken mal, was wir alles haben. Wir haben nur zwei Frühstücksgerichte. Vorspeisen haben wir auch nur zwei Stück. Ja, werden wir dann auch beide nehmen. Suppen haben wir auch nur zwei Stück. Auch beide nehmen. Die haben wir schon. Gedämpfte Muscheln in Weinsoßen. Gefüllte Pfefferschoten. Und Auberginen, Zucchini-Auflauf mit Parmesan. Und Bohnen-Casserole à la Provence. Das müssten die fünf Gerichte sein. Ja. Dann haben wir noch dreimal Dessert. Cool. Werden wir auch drei nehmen. Flambierte Erdbeeren. Französische Apfeltorte. Und Schokoladentorte. Alles klingt sehr lecker. Ich krieg Hunger. So, jetzt gucken wir mal von den Preisen her. Das ist Hauptgerichte. Jetzt haben wir Frühstück überbackene Eier. Sahnelöffel Biscuits. Vorspeisen pochierter Lachs mit Trüffeln und Schrimps. Gebratene Entleber mit Spargelspitzen. Dann als Suppen, Spargelcremesuppe. Und Paprika-Cremesuppe. Hauptgerichte Bohnen-Casserole à la Provence, Aubergine-Zucchini-Auflauf mit Parmesan, gefüllte Pfefferschoten, gedämpften Muscheln in Weinsauce und bunte Casserole vom Schwein. Und als Nachspeise haben wir Schokoladentorte, französische Apfeltorte, flambierte Erdbeeren. Dazu können wir servieren Weißwein, Softdrink, Rotwein, Orangensaft, Mineralwasser, Eistee, Eiskaffee, Bier, Tee und Kaffee. Gut. Das hätten wir. Dann gehen wir weiter. Einmal hin zum Heim von LeBuffs. Meine Güte, du begreifst aber wirklich schnell. Aber ich muss dir noch etwas zeigen, bevor du wirklich reif bist, ein Restaurant zu leiten. Und das wäre die Auswahl der Mitarbeiter. Onkel, kann ich dich etwas fragen? Sicher, Amand. Sag mir, was du auf dem Herzen hast. Hallo Onkel, ist etwas Aufregendes passiert, seitdem ich weggegangen bin? Liest du keine Zeitungen? Ich habe nie Zeit. Aber du siehst doch wenigstens fern, oder? Ich sehe nicht fern. Ich mag das nicht. Aber der Kochwettbewerb ist dir ein Begriff? Ja. Also, wir haben einen super Meisterkoch. Ein Wunderknabe, sagt man. Pedro Valron ist sein Name. Du weißt, der Sohn von Edmund Valron, der Mann hinter Omnifood. Du machst wohl Witze. Er ist ein neuer Koch-Champion, wie schon sein Vater. Der Junge hat Talent und er hat Nerven, dieser Milchbubi. Wirft alle Chefköche, die anständig arbeiten, aus dem Geschäft dieser Schurke.
Er ist genauso wie sein Vater. Was haben denn all deine Chefkochkumpels so getrieben? Einige mussten sich vorzeitig zur Ruhe setzen. Einige arbeiten unter Omnifood, nachdem sie geschluckt wurden. Aber einige harten Gesottene, ich meine Chefkirche ohne Furcht, die kämpfen weiter. Was machst du jetzt, Onkel? Ich meine, du brauchst ja Geld zum Leben und... Oh, ich habe genug Geld gemacht, um mich zur Ruhe zu setzen. Weißt du, du kannst in diesem Geschäft immer noch einen Haufen Geld verdienen. Du musst nur Geduld haben, das Herz und einige famose Zutaten, um sehr gute Rezepte zu kreieren. Bei diesem Geschäft dreht sich alles um das richtige Essen und das richtige Ambiente. Einige Chefköche schaffen es immer noch, in diesem Geschäft erfolgreich zu sein. Aber im Vergleich zu Omnifood sind sie kleine Fische. Wie sind die Restaurants von Omnifood? Bieten sie gutes Essen oder sind sie einfach nur billig? Es ist wirklich von Lokal zu Lokal und verschieden. Sie beliefern jeden durch ihre Lizenzrestaurants. Ich vermute, dass sie deshalb den Markt dominieren. Aber alles in allem würde ich sagen, sie sind nicht gleichzeitig gut und billig. Zeig mir, wie ich jetzt einen Mitarbeiter einstellen kann. Du hast dein Restaurant eingerichtet und die Karte zusammengestellt. Aber wer wird die Bestellungen aufnehmen? Wer bereitet die Gerichte zu? Wer kassiert die Gäste ab? Niemand ist eine Insel. Wenn du jemals expandieren und neue Restaurants eröffnen willst, brauchst du mehr Manpower. Also sollten wir Mitarbeiter einstellen, die deine lokulische Leidenschaft unterstützen. Gehen wir's an. Als erstes finde den Button für das Mitarbeiterfeld. Jetzt klicke links darauf. Außer deinem Namen steht wenig auf der Mitarbeiterliste. Verständlich, du hast ja noch niemanden eingestellt. Im rechten mittleren Bereich des Mitarbeitermenüs gibt es eine Reihe Buttons. Diese bedeuten, von oben nach unten, in Listenmodus wechseln, Mitarbeiter anheuern, Gehalt erhöhen, senken, Mitarbeiter versetzen und Mitarbeiter feuern. Im Moment konzentrieren wir uns auf den Button Mitarbeiter anheuern. Klicke links darauf. Ist auch irgendwie logisch, dass ich erstmal Mitarbeiter anheuern muss, bevor ich welche entlassen kann. Du siehst, die Anzeige enthält nun eine ganze Menge Informationen. Wir wollen diese Informationen mal in verdauliche Happen zerlegen. Beginnen wir oben im Mitarbeitermenü und arbeiten uns nach unten vor. Siehst du die zwei runden Buttons oben am Interface? Einer stellt einen Koch dar, der andere einen Kellner. Damit wechselst du zwischen dem Kochfeld und dem Servicefeld. Ein Linksklick auf das Servicefeld zeigt dir, wie die Anzeige sich ändert und die relevanten Mitarbeiterinformationen anzeigt. Jedes Restaurant braucht mindestens einen Koch, der die Gerichte zubereitet, einen Restaurantleiter, der die Bestellungen aufnimmt, einen Kellner zum Servieren und einen Rezeptionisten, der den Gästen ihre Plätze anweist. Ah, und fast hätte ich's vergessen, du brauchst eine Küchenhilfe zum Spülen. Also besetze all diese Positionen. Einen Koch brauchst du nicht, wenn du selbst in der Küche stehst. Wenn du mit dem Einstellen fertig bist, fahre fort mit einem Linksklick auf den Weiter-Button. Gut. Da wir nur 25.000 haben, knapp 26.000 Dollar, werden wir gucken, dass wir hier erstmal was Preiswertes einstellen. Oder was sollen wir direkt? Wir machen direkt teuer. Komm, wir machen direkt teuer. Restaurantleiter Alain Petit einstellen. Sie haben Alain Petit als Restaurantleiter angestellt. Dann brauchen wir einen Kellner, da ist Nathaniel Mercier, der Beste vom Preis her. Hat natürlich auch die besten Fähigkeiten, die beste Berufserfahrung. Auch den haben wir. Dann brauchen wir noch eine Küchenhilfe. Das wird Lufty Lambert. Und eine Rezeptionistin. Das machen meistens Frauen für 1397 Dollar.
Cool. Nehmen wir die. Nicole, Russell. Okay. Gut. Weiter. Ein Wort zu Rezeptionisten. Sie können ihre Arbeit nur vernünftig verrichten, wenn sie eine Rezeption zur Hand haben. Du findest ein Rezeptionspult im Innenraumfeld unter Restaurantbeleuchtung und Vorrichtungen. Du weißt doch noch, wie du dein Restaurant mit Gegenständen ausstattest, nicht wahr? Nun platziere ein Rezeptionspult in der Nähe des Restauranteingangs. Wir werden nachher mit dem Training weitermachen. Jetzt ist auch der ideale Zeitpunkt, um dir das Drehen, Bewegen und Löschen von Gegenständen zu erklären. Du siehst die zwei runden Buttons am Ende des Innenraummenüs? Das sind die Buttons Gegenstand ausrichten und Gegenstand löschen. Willst du einen Gegenstand zurechtrücken, klicke links auf den Gegenstand ausrichten Button. Du siehst, dass der Cursor sich entsprechend verändert. Dann klicke links auf den Gegenstand, den du ausrichten möchtest, und drück ihn an die gewünschte Stelle. Willst du einen Gegenstand drehen, links klicken und die Maustaste gedrückt halten, während du die Maus drehst. Der Gegenstand wird sich ebenfalls drehen. Fahre fort mit Linksklick auf den Weiter-Button. Gut. Weiter. Um einen Gegenstand zu löschen, klicke links auf den Gegenstand Löschen-Button, dann doppelklicken auf den Gegenstand, den du entfernen möchtest. Fahre fort mit Linksklick auf den Weiter-Button. Gut. Gehen wir jetzt zurück zum Mitarbeiterfeld und sehen uns ein paar der anderen Buttons an. Beginnen wir mit dem Listen-Modus-Button. Dieser Modus zeigt dir eine Liste aller Angestellten. Der schnelle Überblick über dein Personal erleichtert dir auch das Finden und Besetzen offener Stellen. Du siehst die zwei kleinen Icons rechts neben jeder Position, zusammen mit den Anzeigebalken neben dem Namen des Angestellten. Das Medaillen-Icon steht für den Ruf eines Kochs oder die Fähigkeit eines Mitarbeiters und das Flaggen-Icon gibt die Moral des Angestellten wieder. Du siehst hier sehr rasch, wessen Moral oder Ruf zu wünschen übrig lässt. Ein Linksklick auf einen der Namen bringt dich zurück zur Detailansicht. So, probieren wir es aus. Klicke links auf die Küchenhilfe. Du bist jetzt wieder in der Detailansicht. Die meisten Buttons stehen nun zur Verfügung. Die ersten beiden solltest du bereits kennen. Die anderen Buttons bedeuten Gehalt erhöhen, senken, Mitarbeiter verlegen und Mitarbeiter feuern. Diese Buttons sind relativ einfach zu verstehen. Ich lasse dich ein bisschen damit herumspielen. Wenn du dich mit diesen Buttons vertraut gemacht hast, klicke links auf den Weiter-Button, um fortzufahren. Sehr gut. Du bist jetzt soweit, in deinem ersten Restaurant Bestellungen aufzunehmen. Um dein neu eingerichtetes Restaurant zu eröffnen, klicke links auf den Restaurant öffnen, schließen Button und beginne deine Karriere als Restaurantchef. Und das, ihr Lieben, werden wir in der nächsten Folge machen, und zwar am Samstag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ist ein bisschen langweilig, dir jetzt das Tutorial anzuhören. Das ist aber immer so, wenn man eine Karriere neu startet, also ein neues Spiel macht. Außer beim Sandkastenmodus, klar. Und das müssen wir eigentlich jetzt fast durchhaben. Und von daher danke ich euch erstmal fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet oder wenn euch das gefällt, könnt ihr gerne ein Like da lassen oder ein Abo, so könnt ihr mich unterstützen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge am Samstag wieder. Und sag einmal bis dann, ciao und auf Wiedersehen.